So, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed, Folge 10 mit dem Illy. Und letzte Folge haben wir den hat Starkiller seinen Vater getroffen, wenn auch nur als Schemen und Machtrückbleibsel. Okay, jetzt haben die auch noch Flammenwerfer, die Typen. Das wird ja immer schöner. Guck mal hier. Und mit dem Stein, das hat er überlebt, natürlich. Guck mal da. Okay, die sind Macht. Autsch! Ich weiß nicht, wen ich da gerade gesehen habe, aber da reicht die Macht nicht mehr aus. Oh. So, komm. Guck mal da. Oh, natürlich ein AT-ST. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Aber der ist irgendwie, hat irgendwie ein Upgrade, oder? Irgendwie so eine krumme Kanone. Und ich habe hier nichts mehr. Doch, da ist auch ein Stein. Er schießt mit Granaten. Autsch! Nein! Hier den Stein angreifen. Aua! Lass mal den Dicken loswerden. Okay. Und bäm, weg ist er. Okay, da ist offensichtlich ein Schild dazwischen, da muss ich irgendwas anderes machen. Das zum Beispiel. Dann machen wir mal die Tür auf, wenn die uns hier schon so freundlich reinbitten. Okay, das sollte reichen. Moin, Jungs. Nein! Ja, natürlich. Wer hat das nicht kommen sehen? Boah, verdammt, machen die Schaden. Gute Nacht. Wie komme ich denn da hoch? Da war irgendwas, oder? Nee, da stand da nur drauf drin, ne? Da oben steht dann auch ein Geschütz. Master, es ist ein Funkturm in der Nähe. Zerstören Sie ihn, um die imperialen Übertragungen in diesem System abzuschneiden. Unverwundbarkeit.
Nein! Autsch, was macht ihr denn da? Lol, was machen die denn da? Da ist irgendwas und... Oh, der hat dann eine fette Kanone. So, kriege ich denn den da mit der Kanone weg? Autsch! So, ich soll hier den Turm... Was soll ich an dem Turm machen? Ah, okay. Seltsam. Das Signal ist schwach, aber ich kann es trotzdem entziffern. Es muss irgendwo einen Notgenerator geben. Okay, haben wir das schon mal gemacht. Ein Bonusziel erreicht. Die stehen da oben, okay. Ja, wer hätte das kommen sehen? Wieder einmal. Nein. Nein. Okay, ich glaube, die haben wir beide erledigt, oder? Ja, der eine ist da hinten noch rausgeflogen. Okay. Mach mal die Tür auf. Moin, Leute. So, ich guck mal eben auf die schlaue Uhr. Oh fuck, der Typ. Master, laut imperialen Aufzeichnungen befinden Sie sich im persönlichen Quartier von Captain Ozzyk Stern. Den Disziplinarberichten zufolge wurde er nach Kashyyyk versetzt aufgrund von außerdienstlichen Aktivitäten. Ich krieg den nicht. Aua! Aua, du Sack! Boah, die sind ganz schön heftig, die Roten. Jetzt habe ich ihn endlich. Sterb! Oh, geht doch. Habe ich den Wookie jetzt getötet? Du kannst übrigens raus, Herr Kollege. Gitterstäbe aus Pappe, immer gut. Was hat er denn hier? Hörner von irgendwas, irgendein Vieh, irgendwelche Fledermäuse. Ach, das sind Minox. Jetzt sind die eklig aus, ey.
Keine Ahnung, was das ist. Ach, das ist dieses eine Vieh, was in Star Wars Episode 2 drin war, genau wie das hier. Und das scheint auch unten. Ach, das sind die, die Viecher von Hoth. Wie heißen die nochmal? Um Gottes Willen. Die Namen vergessen. Hallo, du kannst raus. Oh, da ist was. Lol. Lol. Jar Jar Binks. Nett. Endlich ist er in Kryptonit eingefroren. Lol. Na gut. Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde. Eine feige Taktik. Ich diene nicht dem Imperator. Ich bin mit Kota hier. Meister Kota ist tot. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt er Kota schon Informationen über imperiale Ziele? Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er kam, um euch zu suchen. Gehen wir. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi? Dann zerstört die Plattform. Wenn die Himmelsplattform fertig ist, bringt das Imperium Wookiee-Sklaven ins All. Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen. Das Imperium repariert sie. Ja, irgendwann vielleicht. Aber die Wookiees hätten eine Chance zu fliehen. Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter. Es wimmelt dort von Imperialen. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten? Juno, ich habe gefunden, was wir suchen. Hervorragend. Ich bin am Treffpunkt in... Noch nicht. Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren. Ich nehme nicht an, dass ich euch das ausreden kann. Wahrscheinlich nicht. Also gut. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. So... Wieder mal Imperiale. Na gut, dann machen wir es eben auf die Art und Weise. Wie komme ich denn da? Wow! Kommt er denn jetzt auf einmal her? Zwischen Sackgesicht. Aber die Blauen sind eher einfach zu besiegen. Jetzt habe ich den Scharfschützen da wieder. Komme ich denn da hoch? So geht's offenbar auch. Kommt raus, meine Wookiee-Freunde. Der Kollege da hinten hat sich da so ein bisschen eingeklemmt. Egal, töten wir ihn. Moin, Jungs. Ah, tötet sie mal alle hier. Wookiees kennen wir ja noch. Haben sie ihn besiegt? Ja. Von unseren anderen Star Wars Let's Play. Ciao. Jetzt mal wieder den Scharfschützen da oben. Loswerden. Die Troopers sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, die Wookiees befreien. Da ist sogar eine Machtsphäre drin. Moin, Jungs!
Ciao, Jungs. Achtung, Eindringling. Hier ist Captain Ozzyk Stern und ihr, mein Freund, verletzt gerade eine Menge imperiale Vorschriften. Ist euch aber wohl egal. Ich würde mich gern persönlich mit euch treffen, wenn ihr einverstanden seid. Das können wir durchaus machen, Herr Kollege. Vorsichtig. Der Mann ist wahnsinnig. Es überrascht mich, dass Sie ihm nach der bösen Sache auf Malastair noch ein Kommando anvertrauen. Hä, wieso steht denn der da noch? Oh, da ist noch ein Wookie drinne. Na komm raus, mein Freund. Haben wir hier schon ein paar Wookies vergessen? Du kannst gerne auch da drinnen bleiben. Tschüss. Komm, kümmert euch mal um den Sack. Komm, raus mit dir. Danke für die Arbeit, Leute. Dann mache ich den Rest. Was machen die denn hier? Oh Mann. Hier ist auch noch einer. Komm raus mit dir, Junge. Oh nein, da kommt ein großer. Oh, das war knapp. Oh, sorry. Ich bin schon besiegt, Tatsache. Ah, da muss ich ja gar nichts tun hier. Und die Wookies alles alleine. Dann noch, ja, ist auch noch einer drinne. Da kommt raus da. Und hier? Oh. Machttalentsphäre. Der ist für dich. Oh, ouch. So, ich würde sagen, ich mache hier aber meinen Cut. Und dann sehen wir uns zu Folge 11 wieder. Also, bis dahin. Ciao.